Typische schwierige Aufgabe der analytischen Geometrie habe ich einen Baumschatten hier auf meiner Photovoltaikanlage. Und die Sonnenstrahlen laufen dann in der Geometrie nicht so in alle Richtungen, sondern da gibt es immer so eine ausgezeichnete, also alles parallel, was auch in Wirklichkeit so ist. Das heißt, es gibt da so diesen einen Vektor, so das ist der Sonnenvektor, das ist dann, den nenne ich jetzt mal U. Der ist dann immer vorgegeben, U, und das ist die Richtung, egal wie, also die Sonnenstrahlen kommen hier so aus einer Richtung U. Und dann brauche ich den für den Baum, sagen wir das ist eine Tanne, also Punkt T. Ja, und meine Photovoltaikanlage hat die Punkte A, B, C, D, die sind dann meistens gegeben. So, und mit diesen, wenn diese ganzen Punkte gegeben sind und die Sonne, dann kann ich ja hier so diese, den Sonnenstrahl als gerade mir denken. So. Also das ist jetzt eine Gerade, schwarz, naja, passt nicht, G, Doppelpunkt, X ist gleich, T ist der Aufpunkt, ja, plus Lambda und U ist die Sonnenrichtung. Gut, das ist meine Sonnengerade. Und die A, B, C, D, die geben jetzt eine Photovoltaik-Ebene, also ich habe hier eine Ebene. Und jetzt ist es einfach so, der Schnitt, ja, Schnitt von G und E. Ich setze die gerade G in die Ebene ein und bekomme einen Schnittpunkt und der könnte zum Beispiel hier liegen, mein Schnittpunkt S. Und dann, ja, der nächste Schritt ist vielleicht, denke ich, schon ein bisschen komplizierter. Wo liegt jetzt der Schnittpunkt? Da würde ich empfehlen, aus dem ABCD eine Ebene in Vektorform zu machen. Also die Ebene E, die meine Photovoltaik-Ebene. Und der Vektor X ist dann ein Aufpunkt A plus Lambda habe ich da oben schon. Sigma AB plus μ AD. So. Und das setze ich jetzt gleich mal dem Schnittpunkt S. Und möchte wissen, was kommt für A und für das Sigma und für das μ raus. Und wenn die beide im Bereich zwischen 0 und 1 sind, ja, dann muss ja S innerhalb von meiner Photovoltaikanlage sein. Weil irgendeinen Schnittpunkt kann es ja geben. Ja. Ist viel Arbeit, wäre aber für eine kompliziertere Transferaufgabe wäre das denkbar. Vielleicht ist es auch eine besonders simple Aufgabe, wo man das anhand den Koordinaten sehen kann, aber so ganz allgemein, das ist so das, was immer funktionieren muss.